meine Malerei hat sicher sehr viel mit meinem Psychogramm zu tun. Ich definiere die Malerei, die ich betreibe, als Kontrapunkt zum medialen Mainstream, als Leichtigkeit des Augenblicks, als Leichtigkeit des Seins, als, wenn du so willst, mein Beleg der Existenz. Es gibt Studien, die sagen, dass 9 von 10 Künstlern ihr Kunsterlebnis mit spirituellem Empfinden in Verbindung bringen. Ich stimme dem zu und füge hinzu, dass Kunst auch etwas mit Toleranz zu tun hat. Wer sich mit Kunst auseinandersetzt, wer Reisen unternimmt, wer sich dort mit den Kulturen auseinandersetzt, der kann kein intoleranter Mensch sein. Meine Bilder sind in Wirklichkeit nie fertig. Jeder, der meine Bilder betrachtet, bewirkt etwas. Meine Bilder entwickeln sich weiter, nehmen neue Inhalte an, werden älter, werden reifer wie auch der Wein und möglicherweise sterben meine Bilder auch irgendwann als Höhepunkt quasi ihrer Existenz. Ich habe natürlich schon meine Lieblingsbilder. Das sind die 3. Bleu. Ja, das dort hinten, das Gelbe. Man sollte es nicht außer Acht lassen. Der Wein, der dafür verwendet wurde, ist auch grandios. Der Wein hat die Kraft der Erde. Der Wein hat das Feuer des Lichts. Der Wein hat das Element des Wassers, das Grundelement. Und der Wein hat letztendlich auch die Intensität und die Gerüche der Luft. Die malen von links nach rechts, von oben nach unten. Ich male ganz anders. Ich glaube nicht, dass man ein Bild vom Strich aus definieren kann, sondern vom Ganzen. In bestimmten Zyklen spielt die Musik eine Rolle einer weiteren Dimension.
das Malen bewirkt ein Eintauchen in eine Welt, in der das Scheitern weit weniger gefährlich ist als in der Wirklichkeit möglicherweise. Wird mit Wein gemalt? Ich sage Ihnen, trotz investigativster Fragen konnte ich dieses Geheimnis dem Künstler nicht entlocken. Jedenfalls hat er aber, weil er... Das war's wirklich.